Servus Freunde, was geht und willkommen zu mehr Tollwammer 2 Online Action. Wir zocken heute mal mit den Hochelfen gegen Ninja Hunt und das Imperium. Ich bin mal wieder auf der Leiter gegen Ninja Hunt gestoßen und wollte mal einen fernkampflastigeren Hochelfenbild gegen ihn ausprobieren. Er hat das Imperium dabei und ich habe hier nochmal im Ladebildschirm bereits angefangen, dass ihr nochmal die Builds so schon sehen könnt. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Wir haben hier einen, wie gesagt, fernkampflastigen Bild dabei mit 4 Fernkampfeinheiten. Zweimal die Lothar Seegarde an den Flanken mit ihren Speeren, um durchbrechende oder um die Flanken kommende Kavallerie abzufangen. Und 2 normale Einheiten Bogenschützen. Die haben ja auch eine extrem hohe Reichweite von 180. Die Bogeneinheit mit der höchsten Reichweite und eigentlich eine sehr, sehr starke Fernkampfeinheit. Dann haben wir dahinter noch eine Einheit Phönixgarde, die auch große Einheiten abfangen soll oder auch in der Frontlinie kämpfen soll. In der haben wir nämlich nur 4 Einheiten hochelfische Speerträger, die mit ihrer Nahkampfabwehr von 50 und ihrem Bonus gegen Groß extrem gut darin sind, die Frontlinie zu halten. Allerdings können sie nicht Schaden austeilen, denn, ja, wie gesagt, dafür haben sie einfach nicht die Stats, aber dafür haben wir eben diese Phönixgarde. Die kann, wenn jetzt halt irgendeine Einheit von denen fliehen sollte, dann von hier hinten aus die Lücke stopfen. Oder auch Kavallerie abfangen, die hier von den Flanken her herumkommt. Genau die gleiche Funktion erfüllt erstmal die Einheit Drachenprinzen, die ich hier noch habe, für den Anfang der Schlacht. Die sollen eben auch das gleiche machen oder dann eben von der Flanke kommen, wenn der Kampf begonnen hat. Dann haben wir noch 2 Einheiten Noble auf Pferden, die mit ihren extrem guten Stats erstmal ziemlich gute Duellanten sind, aber auch mit ihrem Bonus gegen große Feinde eben gut abfangen können, die durch die Frontlinie brechen und haben rüstungsdurchdringenden Schaden etc. pp. Also die Jungs sind ziemlich stark und ein ziemlich effektiver Kill-Squad, auch sehr schnell und alles, also eigentlich alles, was man sich von solchen Nahkampfhelden wünscht. Dann noch Teclis, der ist auch dabei diesmal. Ich habe mich in dem Fall für Teclis entschieden, einfach um seine Magieunterstützung dabei zu haben, in Form von dem Netz von Amentok und so weiter, was es immer einfacher macht, mit einem Fernkampfbild zum Sieg zu gelangen. Wir haben seine Buff-Fähigkeiten eigentlich alle dabei, bis auf diejenige der Lehre des Feuers, denn ich habe keinen Feuerschaden, aber ansonsten haben wir hier die ganzen magiebuffenden Fähigkeiten zusammen mit Arcana Kanalisierung, die bei Teclis anscheinend ein passiver Effekt ist. Ich dachte immer, also ich glaube, bei den anderen Magiern ist es ja eine aktive Fähigkeit. Interessant zu wissen. Das Netz von Amentok, wie gesagt, die Entkräftung Hammer und Nachwachsen, sowie sein Heiltrank und die gebundene flammende Konvokation. Ja, der hat eigentlich fast nur gute Zauber, der Teclis. Deswegen ist der dabei. Wir haben an der linken Flanke noch, wie gesagt, eine Einheit illyrianische Grenzreiter, die hier in Vorhut platziert sind, in der Nähe dieses kleinen Wäldchens. Einfach, um sie dann in dem Wäldchen zu verstecken, sobald das Spiel losgeht, weil ich mir schon sicher war, dass mein Gegner Artillerie dabei haben wird. Und hier auf der anderen Seite ist noch eine Einheit der Tyrannok-Streitwägen dabei, die ja auch eine Reichweite von 165 haben, was für eine normale Fernkampfeinheit schon ziemlich massiv ist. Und für so einen Fernkampfstreitwagen einfach monströs. Also kann der Gegner eigentlich kaum fangen. Und diese Fernkampfstreitwagen sind eine Einheit, die ich so ein bisschen erst in letzter Zeit zu schätzen gelernt habe. Weil die einfach ja sehr vielseitig sind, obwohl sie sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf jetzt nicht so besonders derbe stark sind. Können sie eben im Fernkampf ein bisschen Schaden machen und den Gegner nerven. Und ihre Nahkampfstats reichen auf jeden Fall aus, um gegnerische Fernkampfeinheiten zu töten oder beziehungsweise immer wieder umzuwenden und ziemlich zu beschädigen. Deswegen mag ich solche Fernkampfeinheiten zurzeit irgendwie ganz gern. Unser Gegner Ninja Hunt hat, so wie man es von ihm kennt, immer so eine Frontlinie dabei, die an den Flanken schwach ist und im Zentrum dann überladen stark ist. Also er hat hier rechts und links 2 Speerträger, beide, also in die er so viele Levels reingepackt hat, wie es noch ging. Er hat die meisten auf Gold leveln. Hier in der Mitte sind 2 Kämpfer dabei und ein Feuermagier zusammen mit Volkmar dem Grimmigen. Der Feuermagier ist definitiv dabei, um die
Einheiten mit Feuerschaden hier zu buffen. Volkmar hat ja Feuerschaden, sowie auch der Tempelhof Luminak, also zwei seiner stärksten Damage-Dealer, die er dabei hat. Und die werden hier von dem Feuermagier natürlich noch gebufft. Des Weiteren sind noch die Silberkugeln dabei und der Hexenhammer und die fürstlich-altdorfschen Griffiniten. Also eine ganz interessante Imperiumsarmee mit viel Artillerie-Kapazitäten. Ich würde sagen, wir legen mal den zweiten Gang an und gucken uns die Schlacht an. Wir rücken hier am Anfang gleich mit unserer Armee schon mal so ein bisschen vor und bringen unsere beiden Fernkampfeinheiten bzw. unsere beiden Plänkler-Einheiten hier an die Flanken meiner Armee, meiner gegnerischen Armee. Ich bleibe hier unten in diesem Graben, um eine direkte Sichtlinie meines Gegners. Also ich will eben verhindern, dass die Artillerie meines Gegners eine direkte Linie hier auf meine Tyrannok-Streitwagen hat, damit ich eben nicht von denen beschossen werden kann. Und wir ärgern meinen Gegner hier am Anfang der Schlacht schon mal so ein bisschen. Er muss hier mit seinen fürstlich-altdorfischen Griffiniten versuchen, uns hier abzuhalten. Aber wir sehen schon, er sucht sich das nächstbeste Ziel aus und schießt auf Teklis, der natürlich üblen Schaden nimmt von diesem Hexenhammer. Das ist wirklich heftig. Ich habe es leider auch erst jetzt bemerkt und jetzt fange ich natürlich auch an zu dodgen und weiche nochmal dem Schuss dieses Tempelhof-Luminarks aus. Was auch gut war, denn wenn der mich getroffen hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot gewesen. Wir heilen hier natürlich Teklis jetzt halt mit allem was sie haben, Nachwachsen und seinem Trank. Und ärgern ihn hier im Rücken seiner Armee aber möglichst effektiv weiter. Wir kommen hier mit den elirischen Grenzreitern aus dem Wald raus und nutzen den Fakt aus, dass seine östlich-altdorfschen Griffiniten hier auf der anderen Seite gerade beschäftigt waren, die Wägen abzufangen und versuchen hier nochmal mit den elirischen Grenzreitern ein paar Charges auf die Kanone zu kriegen. Mittlerweile sind unsere Bogenschützen allerdings schon in Reichweite und nehmen die Kanone hier aufs Korn. Die haben, dadurch, dass sie so schlechte Rüstungswerte haben, keinerlei Chancen, auch nur ein paar Salven dieser Bogenschützen zu überstehen. Was dann dazu führt, dass sie jetzt wirklich innerhalb von 0,nix zerfetzt werden. Hier kommen wir nochmal mit dem Tyrannok Streitwagen rum. Er netzt uns allerdings hier mit seinem Tempelhof Luminak. Aber wir sehen schon hier, die Silberkugeln müssen eben fliehen, weil sie ansonsten üblen Schaden nehmen würden. Und das ist eben der Vorteil von diesen Fernkampfstreitwagen. Hier in der Ferne sehen wir, wie die fürstlich-altdorfischen, die elirischen Grenzritter vertreiben. Was allerdings ganz gut ist für mich, denn solange sie hier drüben sind, können sie hier vorne nicht dann hindern, seine Fernkämpfer mit meinen Bogenschützen und meiner Kavallerie zu töten. Und ihr seht schon, wie viel Schaden der Tempelhof Luminak hier von den Bogenschützen nimmt. Also die haben sich jetzt schon mittlerweile ziemlich rentiert. Hier in der Frontlinie ist momentan ziemliche Action. Der Kampf hier an den Flanken läuft zwar ganz gut und meine Speerträger können hier die Speerträger des Imperiums ganz gut aufhalten, aber da, wo die Bihan-Kämpfer waren, sind meine Speerträger natürlich geflohen. Wir schicken hier natürlich sofort die Seegarde rein. Hier kommt halt einer der Phönixe hier hoch und holt sich ein paar köstliche Imperiumstruppen. Aber hier steht natürlich jetzt Volkmar mitten in der Phönixgarde rum, was natürlich gar nicht gesund ist für ihn. Da nimmt er natürlich üblen Schaden, er zählt ja auf dem Pferd als große Einheit. Wir ziehen uns hier natürlich mit unseren Fernkämpfern nochmal zurück, einfach so in alle vier Himmelsrichtungen, um hier nicht im Nahkampf gebunden zu werden. Wir bilden hier so einen kleinen Halbkreis. Aber hier castet Ninja Hunt jetzt einen brennenden Schädel, was üblen Schaden an diesen beiden Einheiten Bogenschützen macht. Da haben wir jetzt eine Einheit Seegarde und eine Einheit Bogenschützen verloren. Also GG an Ninja Hunt an der Stelle schon mal. Aber die anderen Bogenschützen fokussieren hier natürlich als erstes den Feuermagier, der ja innerhalb von 0,nix auch zerschreddert wird und jetzt halt auch geschettert ist. Das heißt, den sind wir auf jeden Fall los. Volkmar hängt hier immer noch ein bisschen in den Baden ab, da in der Phönixgarde. Er will jetzt natürlich hier mal einen General snipen mit den Griffiniten, aber wir netzen sie hier und nehmen sie hier mit den restlichen Fernkämpfern, die wir noch haben, aufs Korn. Wie auch die beiden Edlen ziehen wir hier jetzt auf die genetzten Griffiniten, einfach um sie im Nahkampf auch ein bisschen zu beschäftigen. Die Griffiniten kriegen hier auch nochmal einen Zauber von Teklis drauf.
Und zwar die Entkräftung. Einfach nur, um sie noch mehr Schaden nehmen zu lassen von den Edlen, die hier mit ihren Angriffen und Antilatsch-Bonus den Griffiniten ganz gut zusetzen. Sie kommen hier allerdings trotzdem durch und holen sich ein paar Bogenschützen, snacken da ein paar weg, aber es macht nichts. Wir teilen uns natürlich auf. Ich ziehe hier diese Seegarde mit ihren Speeren nochmal rein, um die Bogenschützen hier aufzuhalten, beziehungsweise die Griffiniten. Und bringt uns meine anderen Bogenschützen hier weg, um in eine Position zu sein, von der aus ich ihn hier immer unter Feuer nehmen kann. Hier auf der anderen Seite sieht es momentan so aus, dass Teclis hier wieder in einer ganz guten Lage ist. Er hat wieder relativ viel AP regeneriert. Und hier ist es jetzt so, dass unsere Jägerin von Lothern zusammen mit zwei Edlen es geschafft hat, hier ihre Finger an den Volkmar, den Grimmigen, zu kriegen. Und gerade diese beiden Edlen sind natürlich ein übler Kill-Squad, gerade für so eine Einheit wie den Volkmar hier. Der zwar auch sehr gute Stats hat, aber gegen den Nahkampfangriff der Edlen und den Bonus gegen Groß hat er natürlich keine Chance. Ihr seht, er wird jetzt hier zerschnetzelt, als wäre es nix. Und wenn jetzt Volkmar hier flieht, dann könnte das natürlich ein sehr guter Vorteil für uns sein, denn hier im Rest der Schlacht, da sieht es für uns beide gerade so ein bisschen... Keiner kann so wirklich die Oberhand erringen, wenn dann haben wir mit dieser Phoenix-Karte hier noch eine ganz gute Hand. Aber hier flieht Volkmar jetzt tatsächlich. Auf der anderen Seite versucht er hier nochmal mit den Griffiniten hinterher zu rennen und Volkmar zu retten. Aber die hängen sich an den Speeren auf und da geht Volkmar down. Und dadurch bricht seine Armee tatsächlich und flieht. Also GG an meinen Gegner auf jeden Fall. Ganz gute Armee des Imperiums. Zum Glück konnten wir seine Fernkämpfer so schnell ausschalten. Wenn wir das nicht geschafft hätten, dann hätten wir den Kampf definitiv verloren. Gut war auch, dass wir Teclis nochmal retten konnten. Das war beides ein bisschen knapp, aber trotzdem ganz gut. Die Speerträger haben natürlich das gemacht, was sie sollten, nämlich halten. Aber die Bierenkämpfer, die machen die natürlich platt. Wenn sie allerdings dann an dieser Phönixgarde hängen, dann haben auch die Bihan-Kämpfer ein heftiges Problem, weil die kriegen sie eigentlich auch nur schwierig platt. Die haben einfach so überlegene Stats. Und die einzigen Einheiten, mit denen mein Gegner eben jetzt hier die Phönixgarde hätte töten können, das waren seine drei Einheiten Fernkämpfer, nämlich deswegen, weil die alle mehr magischen Schaden haben und dadurch die physische Resistenz meiner Phönixgarde nochmal ziemlich umgehen hätten können. Deswegen war es gut, dass wir die hier ausgeschalten haben, weil sonst hätte er uns nämlich platt machen können. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Verteidigung für seinen Rücken haben sollen. Das Imperium ist momentan leider auch nicht so besonders stark. Aber trotzdem GG an meine Gegner. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Freut mich jedes Mal wirklich sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.